Also, grüß euch zu einem neuen Video, Kultur dann Agrar. Heute machen wir mal was anderes. Machen wir mal so eine kleine Art, ja, haben wir erwarten wollen. So einen Farmvlog sollen wir mal machen. Und ja, dadurch, dass wir jetzt echt aktuell keine Videos haben, da wir heute mal ein bisschen einsteigen und auszuschirmen. Weil vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. So haben wir eh mal ein paar gemeint, ob wir mal irgendwie sowas machen könnten, dass wir mal so Hofvorstellungen oder so machen können. Oder so Farmvlogs. Ich weiß nicht. Dem jetzt ist ja mal so ein kleiner Anfang, sag ich mal. Also wir tun jetzt auch da die Liegeboxen einmal einstrahlen. Das machen wir jeden Tag einmal, oder früh und auf die Nacht. Damit die Viecher halt einfach schön gemütlich haben und damit sie sauber haben, weil die, wenn sie halt immer da in eine dreckige Box reinlegen, dann schauen die natürlich auch aus wie sonst was. Von dem her wird das zweimal am Tag gemacht. Wir haben jetzt auch da ein recht kurz geschnittenes Häckselstroh, weil das einfach saugfähiger ist wie das lange. Genau, mit haben wir immer, da ist normalerweise offen im Sommer, jetzt gerade im Winter, weil es recht kalt ist, ist dazu. Dann fahren wir da mit dem Lader her, da haben wir da den Stroh reinlegen. Und dann kann man da recht flott einstreuen. Das ist noch immer wieder so weit, dass man da ein wenig nachfüllen muss, aber aktuell gelangt es jetzt halt noch. Und das ist eher so, weil da die Kälber, die laufen ja bei uns genauso mit den Viechern wie alle anderen. Und die können ja da einfach durchschlürfen und die legen sich halt da auch gerne rein. Jetzt ist das halt die auch relativ fest da. Aber es geht schon. Da sieht man sich da, dass das relativ fest klingt. Ich mache einfach von da noch weg, ich weiß. Rüber da, wir sehen. Genau. Wir haben jetzt da als Grundsubstanz für die Liegeboxen, da ist ganz unten drin, ist eine separierte Gülle, quasi der feste Anteil davon. Und dann oben drauf, da haben wir jetzt einfach immer ganz normal das Stroh. Und halt immer mal ein Kalk oder irgendwie so, weil das desinfizierend ist. Genau, für die Seiten, da schmeißen wir jetzt von da oben. Vom Strahlager, vom Heiband, schmeißen wir da immer was ab. Dann können wir da auf der Seite einstrahlen. Das ist jetzt kein so kurz Kekselstrahl, das ist jetzt auch ganz normal mit einer, ich weiß nicht, wie viel Messer hat, so ein Großpackenpress. Schon mit ein paar Messer geschnitten, aber nicht ganz so kurz seitdem. Die
Genau, was man jetzt da noch sieht. Gehen wir da her, da sieht man Maschine. Da sind die Ochsen. Ja, die Masterochsen, die sind aktuell meine. Muss ich mich nicht lügen. Ich glaube, da ist 19 haben. Da ist jetzt hauptsächlich Limousin dabei. Und Angus ist auch irgendwo da hinten. Und ein paar Fleckviehern ist auch dabei. Aber ich bin auch recht neugierig. Gell? Da ist ein Fleckvieh nochmal. Sonst haben wir so rassenmäßig, genau das sieht man eher, das ist eine Highlander Kreuzung. Die ist halt besammt worden, eine mit dem Sam. Das haben wir bei zwei probiert, weil es einfach gut mal ausprobieren. Da ist halt ein Langhaarer der Limousine aus der Kamera dabei. Sonst haben jetzt aktuell 80 Viecher ungefähr im Stall. Also mit die Kälber, die Kühe, die Kälber und die Ochsen. Und ausgelegt wäre es zwar für mehrere der Stall, aber ey, man muss ja nicht immer alles voll machen. So haben sie auch mehr Platz und beim Fressen ist es gemütlicher. Da war es schon eher so, dass immer sagen wird, dass alle gemütlich fressen. Dass man dann eher noch ein paar Fressplätze dazu machen wird. Von dem her passt das jetzt so aktuell mal ganz gut. Achtung! Genau. Da sieht man jetzt unseren Kälberschlupf. Da haben wir da den Scheißding ein bisschen rausgerein. Also da ist ein Stroh geschmissen worden, das gefällt ihm auch recht gut. Ja, jetzt mal da vorbei, gell? Da ist jetzt ein Angus. Der Nike. Da haben wir unseren Laufhof hier raus. Da werden wir nachher auch noch rausschieben. Aber jetzt werden wir zuerst mal noch weiter einstrahlen. Na ja, boah, die haben noch ein wenig zu kurz für die Boxen und dann scheißen sie halt dahinter wieder rein. Aber mei. Da ist auch nochmal so eine Highlander-Kreuzung. Die meine ich halt schon noch länger nicht habe, die anderen nicht. Aber da sieht man so einen Kobel wegen einem Wuschel. Achtung. Mal da nochmal her, gell? Hey, das war bei uns damals auch so, das war da einfach ein gefliester Platz, wo die Viecher noch angehängt waren. Und da ist halt einfach immer der Mais und der Silo runtergeschmissen worden. Und da, wo die Liegebuchsen jetzt sind, da waren die halt angehängt.
Und dann ist das da irgendwie so eingefordert worden. Jetzt haben wir halt einfach so eine Strohliegefläche gemacht und schmeißen wir jetzt halt da Stroh mehr runter. Genau, gehen wir auf die andere Seite. Darf ich da mal? Das könnt ihr mal so in die Kommentare schreiben, wer es oder was für ein Stallart es habt, Laufstall oder Warnbindehaltung oder Mutterkuhhaltung oder Milchviehbetrieb oder je nachdem. Bestimmt auch recht interessant. Genau, dann haben wir jetzt mit dem Einstrahlen fertig. Ich meine, ich habe mal ein wenig Angst vor der Kamera. Ich tue jetzt meine Schuhe schnell ein wenig abputzen. Thank you.